So, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's um das Steelbook Snow White and the Huntsman. Wie ihr schon schwer erkennen könnt, ist das ein sehr geiles Steelbook, allein schon von der Aufmachung her. Was ich auch ziemlich geil finde, ist dieser Baum hier. Mit dem roten Apfel, den sie hier so hervorgehoben haben. Alles in allem ein sehr geiles Teil. Ich mache es natürlich auch nochmal auf für euch. Da haben wir einmal die Blu-ray Disc. Hole ich mal ganz vorsichtig natürlich raus. Und dann haben wir einmal die digitale Kopie. Die nehme ich auch raus, damit ihr noch das schöne Bild hier sehen könnt. Auch eine herrliche Aufmachung. Zu dem Film ist eigentlich zu sagen, wer eigentlich so ein bisschen auf Fantasy steht oder auch so ein bisschen auf Herr der Ringe, den kann ich dem Film auf jeden Fall empfehlen. Wie man auch der Werbung entnehmen konnte, ist es eigentlich so ein kleiner Abklatsch von Schneewittchen. Aber natürlich geiler gemacht. Also ein Film, den man nur empfehlen kann, auch in dieser Box. Sehr geil. Natürlich von Amazon. Dann haben wir hier noch die Rückwand, die eigentlich dran ist. Das kann ich mal zeigen, wie das sozusagen zu euch kommt, zu euch geliefert wird. Erstmal in schroffer Form. So, ist natürlich eine Extended Edition, darf man nicht vergessen. Das hat damit Befugnis, dass bei dem Teil, bei der Kinofassung ein paar Szenen gekürzt wurden. Die sind bei dieser Blu-ray-Disc natürlich mit drauf, das heißt ungeschnittene Szenen, die bevor noch keiner gesehen hat, die sind damit drauf. Und ja, also alles in allem ist es ein sehr schöner Film. Empfehlenswert. Hier kann man auch nochmal gucken, was der alles hat. Natürlich 1080 Pixel, High Definition, sollte es natürlich auch sein. Und ja, also ich kann es nur weiterempfehlen, alleine schon wie in der schönen Aufmachung. Ich mache es hier nochmal ab und zeige euch das nochmal. Das ist schon Hammer gemacht, auch mit den Raben hier vorne und der Frau mit der Schauspielerin sowieso. Und wie gesagt, der Baum, den ich auch sehr, sehr geil finde. Und das war es auch schon wieder mit unserem Steelbook. Kann ich nur empfehlen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!